So, heute geht's um meinen heißgeliebten Ulfbo, den ich von meinem ersparten Geld damals gekauft habe. Der Ulfbo ist ein ultraleicht faltbarer Bollerwagen, der zum Transport von Kindern oder von verschiedenen Sachen oder so geeignet ist. Also den gibt's mit diesem Dach eben und ohne Dach. Also das Dach ist aber sehr praktisch, dadurch, dass es eben, wie ihr hier sehen könnt, so Regenschutz auch noch dabei hat. Den zeige ich euch aber nachher nochmal. Da ist extra ein Fach hinten dran für eben diesen Regenschutz. Und genau, die Qualität ist sehr gut. Der Ulfbo hat, also den ich jetzt bestellt habe, hat innen noch so integrierte Sitze. Der eine ist nur ein bisschen umgeklappt, weil wir da eben verschiedene Sachen und so transportiert haben jetzt gerade erst. Und genau, der Boden hier, das hier ist Holz. Und die Kinder sitzen dann eben auf so einem weichen Material. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie das heißt. Der Rahmen ist aus rostfreiem Aluminium, was ihn sehr stabil und also eben wirklich rostfrei macht. Wir haben den jetzt insgesamt wirklich schon 3 Jahre, den Ulfbo. Wir nutzen den viel, gerade im Sommer und so, wenn wir unterwegs sind. Und das Dach ist halt praktisch gegen die Sonne, gerade wenn die Kinder drin sitzen oder aber auch gegen Regen. Wir waren jetzt gerade, ja, da hier zeige ich euch, wie der eben befestigt wird an beiden Seiten. Wir waren jetzt gerade mit dem Ulfbo in der Wilhelma und da war das eben eine gute Sache, weil wir dann eben einen Regenschutz hatten und da hat es dann später angefangen zu regnen. Das hier ist eine extra Tasche, die ist beim Ulfbo immer dabei. Die kann man sich in verschiedenen Farben aussuchen zu dem Ulfbo. Da haben wir jetzt zum Beispiel Verbandszeug, Pflaster und sowas immer drin, wenn wir unterwegs sind. Genau. Hier haben wir extra noch ein Fahrradschloss hingemacht. Das gibt es nicht dazu. Das haben wir halt dazu geholt und hingemacht, dass falls wir den mal irgendwo festmachen möchten, wo wir ihn eben nicht mit reinnehmen können. Das hier ist die Feststellbremse, die macht so, dass er eben so minimal sich bewegt, aber ansonsten wirklich kann man mit dem schwer beladenen Ulfbo an einer Schräge stehen und es passiert nichts. Also das hebt Bombe, selbst mit Kindern drin. Das hier ist eben zum Ziehen und ja, so sieht er aus. Die Dächer kann man sich auch in verschiedenen Farben aussuchen. Das gibt es, glaube ich, noch in Grün und Blau und Rot. Genau. Den haben wir eben in dieser Farbe in Beige genommen, weil es eben auch schönes Licht gibt, wenn die Sonne so drauf scheint. Das hier sind jetzt die Räder, die habe ich nicht extra sauber gemacht. Die gehen aber eigentlich ganz einfach zum Saubermachen. Man klickst die eben nur raus, kann dann diesen inneren Bolzen, diesen schwarzen rausnehmen. Hier ist eben zum Aufpumpen, zeige ich gerade. Kann den schwarzen Bolzen rausnehmen und das auch ganz normal mit Wasser durchspülen. Also deswegen, er ist auch im Sand geeignet. Wir haben den damals auch eben im Urlaub dabei gehabt. Jetzt zeige ich euch, wie man diesen Regenschutz hinmacht. Und zwar ist da ein grüner Punkt, auf der anderen Seite ein roter. Und jeweils ist dann auch immer, hier ist jetzt grün zu sehen. Und bei dem anderen Regenschutz ist dann eben rot und dann weiß man genau, welches Fenster an welche Seite kommt. Also das ist total einfach und gut gemacht. Und dann wird das hier innen mit Klett eben befestigt, dieser Regenschutz. Und dann hält das wirklich Bombe. Also es hat wirklich geschüttet und wir hatten alle unser Gepäck drin im Wagen und es ist nichts nass geworden. Und hier seht ihr, da ist rot und das ist dann für die andere Seite eben gedacht. Also der hat wirklich dicht gehalten, komplett, auch obwohl dann obendrauf ein bisschen Regen sich angesammelt hatte. Also der hat absolut alles trocken gehalten. Kann ich absolut empfehlen und ja, ist sein Geld absolut wert. Der kostet mittlerweile, ich habe jetzt nachgeschaut, 608 Euro, so wie ihr ihn jetzt hier seht, wie ich ihn damals gekauft habe. Genau, also er ist sehr teuer, aber wir nutzen ihn wirklich viel. Es hat sich absolut gelohnt, ihn zu holen, weil so ein schwerer Holzbollerwagen, das hätte ich einfach nicht genutzt. Jetzt zeige ich euch hier, wie man das Dach aufklappt. Da tut man einfach diese Gummis da entfernen, dann hebt man oben fest, hinten festhalten und dann klappt man es eben komplett runter. Hier seht ihr, wie die Kinder da drin sitzen können. Also es ist echt super. Dann wird der eben hier mit diesen Gummis da, ich zeige euch später mal noch Aufnahmen, wird der festgemacht. Also dieses Verdeck, den kann man dann auch eben so ganz offen fahren, ganz normal. Man kann den vollladen. Hier seht ihr, da sitzt meine Kleine drin und dann Gepäck und so weiter, wenn wir dann zum
Picknick gehen. Also das ist wirklich ideal. Jetzt zeige ich euch, wie man eben hier an der Lenkstange, wie man die so runterklappen kann. Da zieht man es auseinander. So funktioniert das ganze Prinzip am Ulfbo mit diesem Auseinanderziehen. Und dann kann man das eben runterklappen. Genau, hier seht ihr nochmal, wie die Kinder drin sitzen können. Also rechts und links können Kinder sitzen. In der Mitte kann man die Füße hinmachen. So, hier seht ihr die Gummis, mit denen das dann so festgeschnallt wird. Hinten das Verdeck. Genau, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie man den ganz easy zusammenfalten kann. Man entfernt erstmal die Sitze, also die sind einfach nur mit so, wie nennt sich jetzt dieser Knopf? Ihr wisst, was ich meine. Festgemacht, genau. Druckknopf jetzt. Genau, dann wird es einfach auch mit so einem Spanngurt festgemacht, hinten die Sitze. Müssen da auf der Seite sein. Und dann zieht man hier außen auseinander. Rechts und links muss gleichzeitig auseinandergezogen werden. Dann kann man das runterklappen. Dasselbe macht man auch hinten rechts und links ziehen und dann schiebt man diese Räder nach vorne. Und in der Mitte, genau, in der Mitte tut man es auch auseinanderziehen, aber dann nach oben und dann klappt man das sozusagen so nach vorne. Ihr seht, wie ich meine. So, und jetzt seht ihr schon, dass der sehr klein zusammenzufalten ist. Und das ist der Vorteil. Also den kann man komplett so, wie er jetzt ist. Also ich mache jetzt noch so eine Schnur drumherum, die ist für den Transport ganz gut. Und da fällt das nicht so leicht auseinander. Und den kann man so wirklich super in den Kofferraum stecken. Und dass es noch mehr Platz spart, kann man eben mit diesem ganz einfachen Klicksystem die Räder einfach nur wegmachen. Und dann andersweitig verstauen, wie jetzt zum Beispiel den Ulfbus selber oder man tut die irgendwie an die Seite stapeln. Also die Räder kann man alle vier dann auch noch komplett einfach wegmachen und am Schluss dann wieder hin. Jetzt seht ihr, wie der zusammengefaltet aussieht. Also sehr klein und handlich. Also man kann ihn auch so rumtransportieren oder irgendwie aufbewahren. Wichtig ist nur, dass wenn man im Regen war, so wie wir gestern, dass man ihn aufgeklappt trocknen lässt, dass er nicht anfängt zu schimmeln. Lässt sich auch einfach reinigen, das Material, wirklich nur mit warmem Wasser, bisschen Seife. Und genau, wie gesagt, wir haben ihn jetzt schon 3 Jahre. Ich zeige gerade nochmal. Also man kann ihn wirklich gut tragen, man hebt ihn einfach so. Und ja, also geht auch für mich gut zu tragen. Und ich liebe ihn. Das seht ihr es ja. Jetzt zeige ich euch noch, wie man ihn wieder aufbaut. Da macht man dann natürlich diese Schnur weg. Und genau, dann mache ich den Stab erstmal auf die Seite. Als erstes tut man immer hinten die Teile hochholen. Und das Tolle ist, man nimmt das, zieht das auf die Seite, also zieht das richtig hoch und dann klickst das richtig auch auf. Und da habe ich es nur ein bisschen nach hinten geschoben, dass ihr es besser sehen könnt. Dann mache ich den Stab fest und dann ziehe ich den nur nach oben. Und dann klickst das in der Mitte, klickst das vorne und zack, bumm, ist der aufgebaut. Also man hört es deutlich, das Klicksen. Und von daher weiß man dann auch, dass er stabil aufgebaut ist. Dann macht man die Sitze wieder hin, macht die wieder an die Druckknöpfe fest. Und genau, voilà. Da ist er wieder aufgebaut. Also es geht wirklich ratzfatz. Und er sieht schick aus und es passt wirklich alles Mögliche rein. Hier seht ihr nur ein paar Fotos von unseren Ausflügen. Da waren wir Kastanien sammeln. Das war jetzt zum Beispiel in unserem Urlaub. Da hat man ihn dabei, wenn wir unterwegs waren. Meine Kleine ist dann regelmäßig eingeschlafen. Ich bin mit ihrem Urlaub ein bisschen damit rumgelaufen, dass sie Mittagsschlaf machen kann. Genau, also die Kinder lieben ihn, wir lieben ihn. Absolut empfehlenswert.